Ich weiß absolut nicht, wie ich meine Vlogs geschnitten habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt wieder aus dem Urlaub zurück bin von meiner Woche, die ich im Harz war. Da gab es ja einen extra Vlog und ich dachte mir, ich vlogge jetzt einfach direkt weiter. Ich weiß nicht, ob ich von davor irgendwas noch hier reinschneide. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Vlogs geschnitten schneiden werde, weil das liegt noch in der Zukunft. Und ja, ich bin jetzt vor ungefähr einer Stunde nach Hause gekommen und bin jetzt hier gerade am Koffer auspacken. Ich hasse es. Und ja, für mich sind noch drei Riesenpakete angekommen tatsächlich. Und ja, die habe ich. Und zwar hier. Da wird es auf jeden Fall von dem großen Paket einen Riesen-Haul geben. Und das andere werde ich euch später noch in meinem Vlog hier zeigen. Aber jetzt muss ich mich erstmal hier ransetzen und das alles aufräumen. Auch wenn ich da eigentlich keine Lust drauf habe. So, ich muss morgen unbedingt meine Haare waschen. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was ich so bestellt habe. Und ja, wie gesagt, das Riesenpaket ist von Sinsay. Da gibt es wieder einen Haul. Und sonst habe ich, wie gesagt, noch Bücher bestellt und habe auch noch bei EMP bestellt. Und zwar zeige ich euch das mal kurz. Und zwar habe ich mir von Lilo und Stitch eine Lilo-Figur bestellt, denn ich habe so viele Stitch-Figuren, aber keine einzige Lilo-Figur. Deswegen habe ich mir die mal bestellt. Und dann hatten sie noch eine Mini-Mystery-Box. Da hat man dann die Chance auf eine von diesen Figuren. Und ich habe echt gehofft, dass ich eine von Stitch habe. Und ich habe das vorhin schon aufgemacht und reingeguckt. Und ich zeige euch mal, welche Mystery-Figur ich habe. Und zwar habe ich eine von Stitch. Richtig, richtig cool. Und zwar diese hier. Richtig, richtig cool. Die kommt auf jeden Fall dann zu meiner Sammlung dort oben mit hin. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Und hier habe ich noch eine Hose von Stitch. Das ist eine Leggings. Die werde ich jetzt mal anziehen und probieren, ob die passt oder wie die aussieht. So, also die Leggings sah leider nicht gut aus. Die schicke ich wieder zurück. Und jetzt zeige ich euch mal meine neuen Bücher. Ich habe bei Arvel bestellt. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal sofort los. Und zwar habe ich hier einmal dieses Buch hier und ich habe das aus Versehen zweimal bestellt. Ja, jetzt habe ich das zweimal da. Das ist jetzt irgendwie doof. Aber es hat halt nur 99 Cent gekostet, deswegen mal gucken, was ich damit machen werde. Ich hatte nämlich auch das Buchpaket davon im Warenkorb, aber dann habe ich doch das wieder rausgenommen und nur den ersten Band erstmal bestellt, weil ich nicht wusste, ob es mir gefällt. Deswegen habe ich es irgendwie wahrscheinlich dann aus Versehen zweimal reingehauen, aber ist egal, das ist auf jeden Fall so ein relativ großes Buch und ja, das habe ich jetzt zweimal, aber egal. Dann haben wir dieses Buch hier, das gab es gratis dazu, ist auch ein Jugendbuch. Dann haben wir das hier, das ist so ein bisschen Fantasy. Ich kann euch ja immer mal die Rückseite zeigen, dann könnt ihr stoppen und gucken, um was es geht. Ja, hier gibt es auch die Rückseite. Dann habe ich hier dieses Buch, also die waren halt alle auch richtig günstig, deswegen ja, habe ich die bestellt. Dann habe ich mir wieder ein Bücherpaket bestellt und zwar Spellcaster, das ist auch so Fantasy, sind auch drei Bände. Ich habe es leider auf die Schnelle nicht gefunden, welcher davon der erste Band ist, aber wie gesagt, es ist so Fantasy und wenn ich, könnt ihr ja mal danach googeln. Dann nehmen wir mal das Papier hier raus, machen wir weiter. Oh Mann, ich habe echt viel bestellt. Und zwar, das hier ist auch ein Jugendliebesroman. Da gibt es, glaube ich, auch noch einen zweiten Band dazu. Ich bin mir gerade gar nicht so ganz sicher. Aber ja. Dann habe ich einmal noch diese zwei. Das ist auch eine Reihe. Und ja, hier, das ist der erste Band. Ja. Die gab es, wie gesagt, auch alle für 99 Cent, deswegen habe ich sie halt bestellt. Dann machen wir weiter mit diesem Buch hier. Das ist so, ja, ein bisschen mit Zombies und sowas. Klang auf jeden Fall auch sehr, sehr cool.
Dann habe ich noch dieses Buch hier. Das klang auch sehr, sehr interessant. Dann hatte ich noch eine Buch, noch ein Buchpaket, und zwar mit diesen zwei Büchern hier. Das hier der erste Band. Ja, freue ich mich auch schon drauf. Und dann hatte ich noch dieses hier, das ist so ein schönes Urlaubsbuch. Und ja, das ist das hier. Und ja, ich weiß schon nicht mehr wohin damit, aber egal, ich freue mich mega auf neue Bücher. Und ja, die werde ich jetzt mal irgendwie verräumen. Und dann werde ich mich heute eh nicht mehr melden. Morgen habe ich noch ein paar Sachen zu tun. Beziehungsweise, ja, ich muss mal schauen. Weil ich habe halt Urlaub, ne? Das will ich auch genießen. Ich will jetzt gar nicht so viel machen, aber ja, mal schauen. Guten Morgen, Leute. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet, weil gerade nicht sehr viel passiert. Heute ist Dienstag und am Donnerstag und Freitag bin ich nochmal oder fahre ich nochmal für 2 Tage nach Leipzig. Und zwar wollen wir nochmal einen ordentlichen Shopping-Trip machen. Und ja, da fahren wir dann am Donnerstag hin, genau. Und ja, sonst ist nicht wirklich was passiert. Ich warte jetzt gerade noch kurz, weil ich gleich nochmal kurz wegfahren will, weil ich noch was besorgen muss und sonst passiert nichts. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ja, ich werde nachher noch ein Video schneiden, genau, damit ich für die Woche was habe. Und sonst entspanne ich nur und lese und chille und genieße meinen Urlaub. Und ja. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich noch ein Paket im Schrank stehen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das alles gezeigt habe. Das waren Klamotten von Caleb, aber wenn ich nachher meine Videos schneide, dann sehe ich es ja, ob ich es gezeigt habe. Und wenn nicht, zeige ich es euch nachher noch. Ja, sonst habe ich jetzt weiter nichts zu erzählen. Aber ich wollte mich mal kurz melden. Aber sonst passiert heute nichts weiter. Wir haben es heute nochmal sehr, sehr heiß. Vielleicht lege ich mich später noch ein bisschen in die Sonne. Mal gucken. Und ja. Genau. Guten Morgen aus dem Auto. Ich habe mich gestern, glaube ich, gar nicht gemeldet, aber egal. Und ja, ich habe ja gesagt, dass wir nach Leipzig fahren zum Shoppen. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg dorthin und haben dann auch wieder ein schönes Hotel für eine Nacht. Und jetzt sind wir erstmal auf dem Weg dorthin, sind jetzt gerade losgefahren und wir gehen nachher auf jeden Fall erstmal shoppen. So, jetzt sind wir im Parkhaus angekommen und gehen jetzt erstmal shoppen. Da werde ich wahrscheinlich nicht vloggen, weil ich weiß immer nicht, was ich da vloggen soll, aber wir gehen jetzt erstmal los. Und ich habe eine kurze Hose an. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kalt, weil es regnet draußen. Ups. So, wir waren jetzt mittlerweile bei Primark shoppen und sind jetzt, haben jetzt in unser Zimmer eingecheckt. Und wir sind wieder im, wie hieß es, im Art Hotel Anna. Und da waren wir auch letztes Jahr im September schon mal. Und ich nehme euch mal kurz hier mit raus auf dem Balkon. Und ja, ich zeige euch nachher noch kurz das Zimmer. Das ist wie gesagt dasselbe wie letztes Jahr. Und der Ausblick ist eigentlich auch dasselbe. Nur dass wir diesmal ein bisschen woanders hier sind. Diesmal, wir waren weiter ganz dort hinten. Und ja, da hinten ist auch der Markt. Und ja, das ist der Balkon. Und das Zimmer kann ich euch auch mal kurz zeigen. Also hier hinten ist so eine kleine Arbeitsecke und ein kleiner Mini-Kleiderschrank. Dann ist hier das Bett und da hinten geht es ins Bad. Und einen Fernseher haben wir ja auch noch. Ja, jetzt denke ich mal, geht es weiter mit Einkaufen. Und ja, viel werde ich mich wahrscheinlich nicht melden. Wir gehen heute Abend noch schön essen. Und ja, jetzt packe ich mal meine paar Sachen hier aus. So, wir waren jetzt noch ein bisschen unterwegs, noch ein bisschen shoppen. Ich habe jetzt aber meine Kamera nicht mitgenommen, weil was soll ich andauernd vloggen beim Shoppen. Und jetzt werden wir uns ein schönes Restaurant suchen und essen gehen. Und es ist jetzt auch noch ein bisschen die Abendsonne rausgekommen, was sehr schön ist, weil es ja heute Vormittag sehr verregnet war. Aber jetzt haben wir hier Sonne. Und ich habe euch das ja schon gezeigt, wie es hier aussieht.
So, wir sind wieder zurück vom Essen. Es war sehr, sehr lecker und sehr, sehr viel. Also, ich bin jetzt wirklich mehr als voll. Und kann ich euch nicht bestellen? Ja, vielleicht. Genau. Ich habe mich jetzt gerade abgeschminkt, habe mir noch unten einen Tee geholt, weil da der Automat ist, wo man gratis alles holen kann. Und dann werden wir jetzt noch den Abend ausklingen lassen und morgen früh haben wir auch noch ein bisschen Zeit, da werden wir auch noch mal ein bisschen rumgucken. Und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Es war halt wirklich bloß ein Kurztrip mit Shopping Day. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und ach so, übrigens ist das ja das Badezimmer, aber wie gesagt, das ist quasi fast dasselbe Zimmer wie letztes Mal, bloß dass es spiegelverkehrt ist oder seitenverkehrt. Und ja, morgen früh gibt es dann noch Frühstück. Zwar sehr, sehr zeitig, weil sie das gerade nicht mehr so lange anbieten, aber dann stehen wir halt früh auf, auch egal. Und ja, jetzt mache ich mich im Bett fertig und dann werde ich erstmal noch chillen. Ich muss erstmal mein Essen sacken lassen. Ich bin total voll. Und ja, wir sehen uns morgen. Bye. Ja, ich bin schon wieder zu Hause. Ich habe mich, glaube ich, heute gar nicht mehr gemeldet in Leipzig, aber das lag auch daran, dass wir einfach kompletten Platzregen heute hatten. Wir sind heute früh aufgestanden und waren dann schön frühstücken und waren dann nochmal in ein paar Geschäften, weil wir nicht so zeitig auschecken mussten. Und ja, es regnete schon die ganze Nacht und da war auch kompletter Platzregen. Also wir waren wirklich komplett durch. Und ich sehe auch so aus, weil ich habe eine Kapuze getragen und meine Haare haben sich so gedacht, hey, warum locke ich mich nicht einfach? Ach, wie sieht das denn aus? Auf jeden Fall, so sehe ich aus. Und dann sind wir halt, wo wir ausgecheckt haben, sind wir dann mit unseren Sachen zu unserem Parkplatz. Und da war halt ein Stückchen weiter weg und wir sind durch diesen Regen gelaufen und ich war einfach klatschnass. Ja, meine Jacke ist immer noch klatschnass. Also die hätte ich ausfringen können, so nass war die. Und ja, da habe ich dann einfach nicht gevloggt, weil, wie gesagt, was soll ich da vloggen? Und unsere Heimfahrt war auch sehr, sehr lang, weil wir ein paar Mal halten mussten. Einfach weil wir nichts mehr gesehen haben auf der Autobahn. Es war einfach nur so, okay, was habe ich eigentlich vor mir? Also wir haben absolut nichts gesehen. Wir haben wirklich auf jeder Raststätte Halt gemacht. Und ja, jetzt bin ich wieder zu Hause und ich habe wirklich riesengroße Einkäufe. Also da wird es auf jeden Fall richtig krasse Hauls geben oder ganz viele. Die werde ich dann alle nächste Woche drehen. Und ja, dann melde ich mich später wieder. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen Ordnung schaffen. Ich habe jetzt gerade schon meine Sachen wieder weggepackt. Und dann melde ich mich später nochmal, weil es kam noch ein Paket an dem Tag, wo ich weggefahren bin. Und da konnte ich nur schnell reingucken. Und dann sind wir halt wieder, dann sind wir halt losgefahren. Und ja, hier regnet es übrigens auch. Also zu Hause ist auch richtiger Platzregen. Toller Sommer, Urlaub. Wir haben immer noch schlechtes Wetter. Aber gut, kann man leider nicht ändern.